Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Groovy 1960. Heute war der Postbote da und er hat mir gebracht aus Ullis Shop diese tolle Lok. Eine E41 004 und das Schöne daran, sie ist schon in Wechselstrom. Das freut mich natürlich. Somit entfällt so mancher Umbau. Da haben wir den Schleifer. Sie ist auch einiges schon gelaufen. Dann kann ich die mal auseinandernehmen und mal schauen, was denn da so drin ist. Und es ist eine analoge. Okay. Allerdings ohne Umschalter. Gut, das ist nicht schlimm. Wichtig ist ja hier dieser Platz, den ich hier habe. Da kann ich den Decoder unterbringen. Und dann meinen Apple-Decoder. Ich denke, es wird das Beste sein, ich verkabel die Lok ganz neu. Dann werde ich mal die ganzen Kabel hier wegnehmen. Das mache ich ja gerne so, dass ich alles neu mache. Zum Vorschein kommt ein Faulhaber-Motor. Ja, das ist ja mal was Edels. Mit einer Getriebeübersetzung. Ja, dann wollen wir mal sehen, wenn ich da mein regelbares Netzteil anschließe, was denn dieses Getriebe hier so macht. Ich denke mal, diese Lok wird einen richtig schönen Lauf haben. Da habe ich mal richtig Glück gehabt bei dieser Lok. Auch dieses Getriebe wird zerlegt. Die Haftreifen werden erneuert. Auch kommen vorn andere Kabel ran für die Masse. Schleifer, die gefallen mir nicht wirklich. Auch hier dieses Getriebe wird ausgebaut, wird gewaschen, gereinigt hier und nachdem es gewaschen ist, wieder eingesetzt. Dieser Mensch meinte es sehr gut mit dem Öl. Das hat mir doch schon mal und auch hier sieht man, es ist immer gut, solche Loks zu zerlegen. Die wäre mit Sicherheit noch gelaufen, aber ich persönlich empfehle generell bei Neuerwerb einer Modelllok, die einfach gefahren ist, nehmt das Drehgestell auseinander, putzt die ganze Sachen, verkabelt das unter Umständen neu und ihr habt nachher richtig Spaß. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich gerne weiterleiten möchte. Ich mache das generell so,
Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Einkäufen zu tun, sondern das ist bei mir, wie ihr wisst, einfach Standardprogramm. Ich zerlege die Loks, mache alles sauber, dann bin ich mir sicher, dass ich von dieser Lok dann kein Problem mehr zu erwarten habe. Das beruhigt mich dann. Weil es ist nichts Ärgerlicheres, als wenn eine Lok tatsächlich dann irgendwo im Schattenbahnhof stehen bleibt und ihr dann, so wie in meinem Fall, runterkrabbeln müsst, um diese Lok da unten zu befreien. Das macht nicht wirklich Spaß. Und deshalb macht das so wie ich. Zerlegt die ganze Lok. Auch hier, die Lok wäre mit Sicherheit noch gelaufen, aber auch da sieht man deutliche Verschmutzungen an den Drehgestellen, was einfach ein normaler Fahrbetrieb ist. Das bleibt nicht aus. Aber wenn ihr eine Lok digitalisiert, nehmt euch die Zeit, reinigt diese Kontakte, fettet das Ganze dann nachher wieder sauber ab, nehmt vielleicht hier auch flexiblere Kabel, das ist mal ein schwieriges Wort, und ihr habt nachher auch hier Ruhe, dass einfach nicht ein Kabelbruch die Lok irgendwo zum Stehen bringt. Das so als Tipp von mir, der ist wirklich freundschaftlich gemeint und ihr habt nachher kein Problem. Mit dem Reinigen und so, da langweile ich euch jetzt nicht. Das mache ich einfach so, wie ich das ja mal gezeigt habe. Rauschenbad, kommt das ganze Zeug rein. Also dieses Getriebe hier. Und dann wird das alles sauber gemacht, neu eingefettet. Und auch hier neue Haftreifen drauf, verkabelt und gut. Die Drehgestellblenden, sprich die Masseschleifer, sind jetzt wieder gereinigt. Und zwar an beiden Drehgestellen. Jetzt kann ich die Kabel einlöten und dann ist das Ding soweit zum Einbau wieder fertig. Und das eine fertig.
wichtigste schier vergessen, neue Haftreifer. Jetzt kommen hier die Achsen rein, natürlich mit neuen Haftreifen. Das Ganze habe ich jetzt eingefettet. Jetzt kann ich hier das Ganze wieder draufsetzen. So, das Ganze ist jetzt gefettet. Jetzt kann ich es zusammensetzen. So. Auch hier oben kommt noch ein bisschen Fett rein. In die Schnecke. Das ist halt durch das Waschen alles trocken. Was ja auch in Ordnung ist. So ist das alte, dreckige Fett rausgewaschen worden. Und jetzt befindet sich in dem Ganzen sauberes Fett. Auch habe ich heute wieder zur Unterstützung meine Miezekatze dabei. Mia hilft mir beim Umbau dieser Lok. Ich verlöte mal grob die Masseanschlüsse. Die Lok ist jetzt fertig verkabelt. Ich habe hier meine Masse mit dem Masseanschluss, die Motoranschlüsse, die Lichtanschlüsse vorn, Lichtanschlüsse rot hinten, Lichtanschlüsse hier vorn weiß und hier hinten das lilane Rot für hier. Das Ganze werde ich jetzt zusammensetzen noch und dann auf mein Programmiergleis setzen. Wie ihr seht, habe ich die Lok auf mein Testgleis gestellt. Dann lasse ich sie mal fahren. Okay, soweit läuft sie ja. Jetzt geht es nur noch darum, habe ich auch die Beleuchtung richtig herum angeschlossen. Ich schalte mal das Licht ein. Wie gesagt, ich kann ja jetzt auch hier das rote Schlusslicht zuschalten und abschalten, wie ich es möchte. Ja, der Decoder ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ich denke mal, da muss ich noch an den CVs herum operieren. Es ist ja dieser Apple-Decoder, scheint mir etwas unwillig mit diesem Motor zu sein. Unter Umständen läuft er halt einfach nicht mit einem Glockenanker. Jetzt erfolgt die Abnahme dieser schönen Lok unter den strengen Augen meines Kaders. Da sitzt er und schaut, ob diese Lok tatsächlich seinen Ansprüchen gerecht wird. So wie er schaut, denke ich ja. Und ich habe dann somit alles richtig gemacht. Wenn ihr genau hinhört, hört ihr, wie er schnurrt. Ich denke mal, auch ihm gefiel dieser Umbau.
Dann hoffe ich einmal, ihr hattet etwas Spaß beim Zuschauen, beim Umbau dieser Lok. Und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bleibt gesund, euer Grovi 1960.